Also, wenn ihr bereit seid, alle, die ich sehe, stehen. Sehr gut. Und dann dürft ihr jetzt mal hingehen und weich fließend den Kopf nach rechts und links führen. Immer schön vorsichtig und ruhig, gerade bei den Kopfgeschichten. Und merkt euch mal die Stelle, bis wohin ihr schauen könnt. Ob ihr weit gucken könnt, ob ihr nah gucken könnt. Ob ihr weit nach rechts und links kommt, ob sich das gleichmäßig anfühlt, ob da Schmerzen auftreten. Einfach wahrnehmen, was passiert, wenn ich diese Bewegung mache. Und dann nehmt euch einen Moment, das einzuschätzen, macht euch eine kurze Notiz oder behaltet es im Kopf. Und das wäre der erste Test, den wir machen. Alles, was den Bewegungsumfang angeht. Die nächste Sache wäre die Schulterflexion. Und zwar geht ihr dahin. Wir fangen am besten mit rechts an. Wir machen das natürlich mit beiden Seiten. Und zwar nehmt ihr die Handfläche zum Körper und versucht den Arm gerade gestreckt nach oben zu führen und wieder runter zu nehmen. Und fühlt da rein, wann wird die Bewegung, wenn es jetzt keine Probleme gibt, es gibt auch Personen, die kommen nur in diese Höhe oder die fangen irgendwann an, den Arm zu beugen. Alles Sachen, wo ihr darauf achten könnt. Es kann aber auch sein, dass es nur so ein bisschen schwieriger wird. Also bei mir wird es jetzt hier ein bisschen zäher, da merke ich da, ist ein bisschen eine Verspannung da, aber grundsätzlich funktioniert die Bewegung. Dann machen wir die Bewegung mit der anderen Seite auch. Da ist auch immer interessant, wie ist es im direkten Seitenvergleich? Geht es genauso gut? Geht es besser? Geht es schlechter? Das einfach auch für euch nochmal wahrnehmen. Der nächste Teil auch ist die Schulterabduktion. Da nehmt ihr die Handfläche nach vorne und führt den Arm wieder gerade über den Kopf und ich gehe mal was runter, die Handfläche bleibt in dieser Position. Das ist auch eine Bewegung, die könnt ihr auf beiden Seiten wieder durchführen, schauen, wie weit komme ich? Kann ich den Arm gestreckt lassen? Kann die Hand in der Position bleiben oder möchte die rotieren? Ist es unangenehm? Tut es weh? Das wäre die Schulterabduktion. Und für euch ist dann später einfach interessant, für euch die Testbewegungen rauszufiltern, wo ihr die beste Einschätzung machen könnt. Ne, wo ihr am meisten Effekt merkt oder wo ihr immer wisst, das ist so eine Problematik. Wenn ich da immer wieder teste, dann kriege ich ein ziemlich genaues Bild, ob mir die Übung was gebracht hat oder nicht. Und meistens nimmt man aus allen Bereichen so eine Übung, also Beweglichkeit, Gleichgewicht, Augen und so weiter. Dann gehen wir an die Schulterrotation. Da hebt ihr die Arme so auf Schulterhöhe in dem rechten Winkel an und guckt dann mal im Wechsel rechts, links, wie gut lässt sich die Bewegung ausführen, treten da Schmerzen auf oder passiert sowas, dass die Schulter sich verschiebt oder nach unten geht oder die Arme anfangen zu hängen. Also am Ende ist es wahrscheinlich gar nicht schlecht, das vorm Spiegel zu machen. Ich habe hier so einen schönen Kontrollmonitor, damit ich auch immer schön in die Kamera gucke. Das ist sehr schön, da kann ich direkt sehen, auch wie die Übung dann ausgeführt ist. Gut, dann speichert das für euch ab oder macht euch eine Notiz, wo da vielleicht Problemstellen oder interessante Themen sind, die ihr euch dann im Verlauf immer wieder auch anschauen möchtet im Verlauf der 8 Wochen. Dann machen wir als weitere Übung für diese Range of Motion, also Bewegungsumfang. Ihr stellt euch geschlossen hin, Füße schön nah zueinander, streckt die Hände wie so eine Pistole nach vorne aus und geht
in eine Ganzkörperrotation. Und da ist halt auch interessant, wie weit kommt ihr in der Bewegung? Gibt es irgendwo Restriktionen? Tut irgendwas weh? Wird irgendwas unangenehm? Ist es rechts genauso wie links? Und was halt auch passieren kann, dass ihr aus dem Gleichgewicht kommt und irgendwie fangt zu straucheln. Alles Sachen, die ihr euch merken könnt, wo ihr schauen könnt, habe ich da eine Verbesserung? Verändert sich da was? So könnt ihr diese Ganzkörperrotation testen. Gerade für Reiter natürlich auch immer eine sehr interessante Sache, weil wir natürlich diese Rotation auch in jeder Wendung und in jeder Biegung und in jedem Seitengang auch benötigen. Dann auch eine schöne Sache, das ist immer so meine Übung, um zu testen, was mir was bringt, ist die Vorbeuge. Das heißt, ihr geht aus der Hüfte raus mit dem Oberkörper nach unten und schaut mal, wie weit ihr so kommt. Manche können sofort die ganze Hand ablegen, die haben da gar kein Problem. Ich finde das für meine Verhältnisse heute schon super, weil ich komme auch oft nur bis hier. Das ist auch ein schöner Test, um rauszufinden, macht die Übung was mit mir, tut die was für mich oder tut die nichts für mich. Und dann wäre so ein bisschen, da sind wir bei dem Thema Ausdauer und auch Geschwindigkeit. Wer das nochmal testen möchte, die Kniebeuge ist halt auch immer eine schöne Sache, um rauszufinden, wie verändert sich die Übung. Ne? Also ich würde da nie bis ganz nach unten gehen, sondern wirklich einfach vielleicht mal, ne, so die Fitnessfreaks, die machen immer gerne diese Squats. Und da könnt ihr dann für euch auch mal schauen, geht das gut, geht das schlecht, sagt das Knie irgendwann, herzlichen Dank, ich möchte nicht mehr. Das sind Dinge, die wir in dem Bereich Bewegungsumfang machen.